Ja, hallo, herzlich willkommen und ich grüße euch zu diesem wöchentlichen Update. Hier ganz kurz nur von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Klein von The Mission Millionaire und ja, was habe ich letzte Woche in der KW11 alles so gemacht? Also was gibt es da Neues? Eigentlich gar nicht sehr, sehr viel. Ich habe letztendlich mich von Plug-Bauer getrennt. Ja. Bin dort auch einigen sozusagen Empfehlungen, das sozusagen das vom im Depot zu entfernen, nachgekommen. Ja, und was ich halt so verfolge, auch im Internet. Und ich meine, letztendlich hatte ich da so eine kleine Position nur, aber ich bin halt sozusagen, also da ist jetzt sozusagen auch nochmal was mit der Bilanz betrifft und gefälscht und alles Mögliche. Und das ist sozusagen so ein kleines Déjà-vu für mich, was ich schon mal hatte mit Wirecard. Und mit Wirecard, da war es jetzt auch nicht so schlimm, weil ich hatte ja damals mit Wirecard auch Geld verdient. Ja, knapp über 1000 Euro und habe dann eben 2000, glaube ich, sowas verloren, wo ich dann nochmal reingegangen bin, wo sie letztendlich schon verloren war. Ja, also insgesamt habe ich also nicht so viel Verlust gemacht, aber das sind einfach so kleinere Beträge, wo sagen wir mal, insgesamt maximal 10 bis 20% meines Portfolios ausmacht, spekulative Werte. Dazu gehört nun mal auch eine Plug Power. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt einfach unterbewusst wahrscheinlich Plug Power gekauft, erst vor kurzer Zeit, ja, also quasi als sie korrigiert hatte schon. Also wir sind hier gerade bei was anderem, aber okay. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, raus aus dem Portfolio. Und das ist halt ganz lustig, wenn man halt sich sozusagen ja, Leserbriefe und einige Experten halt verfolgt, die halt auch wöchentlich quasi ihre Meinung ändern. Aber gut, so ist es. Dann habe ich hier Klöckner gekauft, habe ein bisschen reingelesen, ja, relativ solides Unternehmen, Kupfer und so weiter. Dann habe ich American Airlines gekauft und so weiter. Also ein kleiner Update von mir und letztendlich Plug Power raus, noch zwei, drei andere Werte ein bisschen nachgekauft. Ja, ansonsten in der Woche nicht viel passiert. Das soll es gewesen sein für dieses Update. Und dann wünsche ich euch allen viel Erfolg in dem, was ihr schafft und tut. Und ja, schaut mal wieder rein, wenn es wieder heißt, dein Thomas Klein vom Mission Millionär. Bye bye.